Hallo und herzlich willkommen bei Graustausch Podcast Nummer 253. 253. Und wir melden uns heute mit einem relativ komprimierten Thementalk sozusagen zum Juli 2021, der tatsächlich im Großen und Ganzen nur vier Themen haben wird, weil, das möchte ich gleich vorab schicken, wir werden aus diesem Talk hier werden wir die ganze Blizzard-Sache und was da gerade abgeht mit sexueller Nötigung und so weiter und so fort, das werden wir ausklammern, weil das A sehr, sehr groß und sehr, sehr viel ist und B, wir es beide als zu wichtig empfinden, um es jetzt als so ein Thema in so einen Themensalat reinzumanschen. Ja. Am Anfang, wo das halt bekannt geworden ist, war es halt auch so, wir dachten so, ja, machen wir halt in den Themensalat generell, aber es ist halt mittlerweile so krass, so viel und so riesig und es ist immer so, also noch mehr und noch mehr passiert, das ist abartig. Es tun sich im Moment tatsächlich eigentlich täglich neue Abgründe auf. Ja, wie gesagt, wir machen darüber direkt im Anschluss sozusagen hier für uns gleich den nächsten Podcast, den ihr dann direkt am Sonntag wahrscheinlich, wenn alles klappt, sehen werdet. Also schaut dann gerne auch dann direkt morgen vorbei. Ja. Genau. Ansonsten, es gab auch noch ein paar andere Themen. Genau. Hätten wir Blizzard jetzt hier mit reingenommen, dann hätten wir wirklich die heilige Trinity der Scheißigkeit bekommen. So ein wenig, mit EA, Ubisoft und Activision Blizzard. So sind nur zwei vertreten davon. Ja. Aber wir wollen anfangen mit zwei News, die gut sind oder potenziell vielleicht gut sind. Genau. Wird die Zukunft zeigen. Genau. Damit wir hier mit ein bisschen positiven Spirit. Genau, weil wir haben ja auch schon damals in der Schule gelernt, man soll ja immer mit was Positivem anfangen, bevor man alles Negative macht. So, die erste Neuigkeit, die wir so im Juli hatten, war einmal, dass Nintendo Switch endlich, nach all den Gerüchten, haben sie ihre unglaublich krasse neue Konsole präsentiert. Erik, Mensch, ist das nicht fantastisch? Und die hat sogar einen eigenen Namen bekommen. Der komischerweise genauso klingt wie der von so einem Bildschirm und Monitor. Ja, merkwürdig, ich weiß. Aber es ist jetzt die fantastische, unglaubliche neue Nintendo Switch OLED. Ja. Wurde angekündigt. Und ja, das ist nicht die erwartete Nintendo Switch Pro. Nee. Sondern es ist tatsächlich ein geringfügiges Update. Keine Sorge, wir kommen gleich zum Positiven. Ja. Ein geringfügiges Update von der bisherigen Switch. Aber sie haben ganz klargestellt, das ist kein Power-Update. Also die ist nicht stärker als die jetzige Switch. Was halt, ich kann mich da nur wiederholen, ich würde kein neues Modell kaufen, aber von dem, wie die Spiele auf dieser Konsole laufen und wie sie aussehen, das wäre dringend benötigt. Sehr, sehr nötig. So. Sondern es hat halt ein OLED-Bildschirm, also ein super cool, krasser Bildschirm. Also schön Bildschirm, genau. Und hat halt so leichte Quality-of-Life Verbesserungen. Zum Beispiel hat es jetzt Enhanced Audio, das heißt, das klingt jetzt besser. Ja. Und es soll halt den Handheld-Modus der Switch ein bisschen cooler machen. So ungefähr. Einfach, dass halt die Texturen, oder nee, nicht Texturen, sondern das Bild an sich einfach ein bisschen knackiger, schärfer sozusagen. Ja. Also, je nachdem, wie knackig scharf es beim Pixel 3 geht, sagen wir es mal so. Und das Ding ist, ihr wisst, dass uns beiden Grafik an sich nicht so wichtig ist. Ja. Sie kann viel zu einem Spiel beitragen, aber es ist jetzt kein entscheidendes Kriterium. Aber keins der Spiele, die im Moment für die Switch rauskommen, läuft ja auch nur flüssig. So, also die ist einfach zu schwach für das, was die Entwickler machen wollen. Zum Beispiel spiele gerade Monster Hunter Stories auf dem PC sehr begeistert, läuft da 1A, weil es halt ein Switch-Spiel ist. Aber selbst da siehst du halt die Einbußen, die sie machen mussten. Ja. Aber auf der Switch wird halt regelmäßig berichtet, dass das Ding immer mal in die niedrigen 20er Frames abdriftet. Bei einem Spiel, was jetzt wirklich nicht so super anspruchsvoll ist optisch. Und dementsprechend waren die Fans relativ enttäuscht von dieser Ankündigung. Und zumal sie auch nochmal klar gesagt haben, es wird auch, also nochmal, es wird auch keine Pro-Ankündigung geben. Genau. Und das ist halt das Ding, als das kam, war ich halt auch so, okay, warum macht ihr das überhaupt? Ja. Also was soll das überhaupt? Ihr wollt nochmal ein paar mehr Switches oder irgendwie so verkaufen? Ja, okay, Weihnachtsgeschäft, bla. Ja. Aber gleichzeitig dachte ich so, ja, aber es ist halt nicht mehr oder weniger das, was wir auch gesagt haben, dass theoretisch für eine Pro-Konsole ja momentan der Markt, was auch die Chips angeht und so weiter, gar nicht vorhanden ist. Das wäre eine dumme Idee von Nintendo, sowas zu machen. Aber dann kam das nächste Ding und das verwirrt mich dann doch sehr.
Weil gleichzeitig mit diesem wunderbaren, super krassen Nintendo Switch OLED hat Steam gedacht, Mensch, wir wollen mal wieder ein bisschen was machen, wir wollen mal wieder ein bisschen aufdrehen und uns ein bisschen beliebter machen, so dem Motto. Also kündigen wir unsere eigene Konsole an. Und zwar, Konsole. Oder ja. Handheld, whatever, PC. Und zwar das Steam Deck haben sie angekündigt. Ist ein portabler, kleiner Mini-PC in verschiedenen Preisklassen, so 400 Euro, 530 Euro, 650 Euro oder Dollar. Und das Ziel von dieser kleinen Konsole, auch Handheld, also wirklich von der Größe her wie so eine Nintendo Switch, oder ein Ticken größer, aber ja, ungefähr die Größe, ist halt wirklich so 720p mit knackigen 60 FPS, dauerhaft. Und jetzt hat man gedacht, so, na gut, okay, das ist jetzt halt nur Steam drauf, da kann man wahrscheinlich nur Steam-Spiele spielen. Aber nee, ist halt nicht so, es unterstützt natürlich Steam, ist es von vornherein drauf, aber sie haben auch gleich von vornherein gesagt, dass man theoretisch alle Sachen normal drauf installieren kann. Es ist wie ein normaler PC. Man kann ganz normal Linux drauf installieren, man kann Windows problemlos drauf installieren und man kann es halt wie ein normaler Laptop mehr oder weniger benutzen. Und was halt wirklich krass ist, du kannst auch so Applikationen wie den Game Pass da drauf haben. Ja. Du kannst also auch deine Game Pass-Spiele auf diesem Mini-PC spielen. Also so, die ganzen Xbox-Sachen und so weiter, kannst du alle da jetzt spielen. Und das ist heftig. Das ist echt krass. Ja. Und das zu dem Preis ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her unglaublich. Ja. Also, und das Lustige darin ist halt, wie gesagt, wir hatten ja eigentlich die Theorie, ne, von wegen momentan ist eigentlich nicht möglich, eine Pro-Konsole zu machen oder generell eine wirklich krasse neue Hardware zu machen, weil einfach der gesamte Chip-Markt ist eigentlich komplett im Arsch. Ja. Also das dauert auch bis zum Jahre 2023, wenn nicht sogar noch länger, bis sich das alles wirklich erholt hat nach der ganzen Corona-Krise. Und dass halt wirklich für alle Branchen wieder genug Computerchips und so weiter vorhanden sind, dass halt alles nochmal produziert werden kann. Und jetzt wartet aber Steam und sagt so, ja, für uns kein Problem und zack, und wir haben die Konsole. Ja. Und natürlich ist sie auch sofort wieder ausverkauft. Ja. Und das ist schon, wo ich denke so, okay, wenn Steam das hinbekommt, warum kriegt das jetzt Nintendo nicht hin? Gut, also das Ding ist, man weiß natürlich nicht, wie lange sie daran gearbeitet haben, weil auch an der neuen Konsole wird ja sehr lange gearbeitet sozusagen. Ich finde Steams Release-Strategie tatsächlich ziemlich clever. Weil sie nämlich gesagt haben, ey, hier ist ein gewisses Kontingent, das ist für den Rest des Jahres. Ja. Und die nächsten Vorbestellungen könnt ihr erst Anfang 2022 wieder machen, wodurch sie dieses ständige Gehetze hinter Angeboten und so weiter vermeiden. Ja. Und es halt wirklich wirkt wie, ey, wir haben einen Plan, wie wir dieses Ding Stück für Stück an den Mann bringen, an die Frau. Und ich finde, das ist von Valve generell ziemlich clever, weil ich bin mittlerweile fest überzeugt, die haben gewartet. Die haben auf diese Switch-OLED-Ankündigung gewartet. Kann schon sein, ja. Weil das ist so ein komischer Zufall, dass es am selben Tag passiert. Ich glaube, die wussten, dass das kommt. Die wussten, dass die Leute angepisst sein werden. Ja. Und sie haben halt wirklich, sie haben Nintendo abgewartet und danach haben sie am selben Tag ihr eigenes angekündigt. Oder sie haben das halt gesehen, haben gesehen, oh, die Leute sind pisst. Komm, jetzt, so nach dem Motto. Heute ist es ein Monat oder so. Ja. Hau jetzt raus! Genau, und ja, haben halt wirklich so den Leuten, hey, hier kriegt ihr eure Switch Pro, nur dass ihr darauf halt alle PC-Spiele und alle Game Pass-Spiele und so weiter spielen könnt. Man kann es auch ganz normal an einen PC, also an einen Bildschirm anschließen und es halt auch quasi dann als PC benutzen, kann darauf auch seine Arbeitsprogramme und so weiter benutzen. Also es ist halt ein preiswerter, portabler PC. Ja. So, was jetzt was ist, was für mich persönlich nicht besonders interessant ist, weil ich halt meinen Tower-PC hier habe, der halt deutlich stärker trotzdem ist. Aber ja, ich habe zum Beispiel zwei Freunde gesagt haben, ey, für uns, die halt weder den Platz noch jetzt so wirklich das Geld aus den Taschen werfen können, sozusagen, für uns super. Ja. Weil dann können wir unsere PC-Spiele spielen in einer ordentlichen Qualität, nehmen uns nicht so viel Platz weg und das Ganze ist sogar noch finanzierbar. Genau. So, und das ist halt wirklich, ja, ist halt schon wirklich krass. Und die Leistung von diesem Ding ist halt wirklich von allem, was ich gelesen habe, wirklich, egal für welche dieser Preisklassen, einfach echt ziemlich gut. Echt gut für den Preis. Also man kann halt wirklich die aktuellen Spiele ohne Probleme drauf spielen. Und die teuerste, also 650, war sogar, glaube ich, dass teilweise so irgendwas mit 4K oder RTX, glaube ich, sogar irgendwas möglich irgendwas ist. Mit Hoch, also, ja, irgendwas mit Hochrechnen. Also auf jeden Fall in die Richtung, auf jeden Fall. Das ist halt wirklich, also wo ich auch selbst modernste Spiele darauf ohne Probleme spielen kannst, auch ein recht guter Grafik einfach. Ja. Und das aber auf so einem kleinen Bildschirm und du hast halt deine portable Mini-PC-Switch irgendwie. Also das ist eine Kampfansage. Ja.
Ja, und wie gesagt, natürlich war das Ding innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Ja. Das haben natürlich auch wieder diverse Scalper versucht, die für über 1000 Euro weiterzuverkaufen, sozusagen, bevor sie sie in Händen gehalten haben. So. Ja. Was ich aber krass fand, auch da hat man wieder das Gefühl, dass da, denke ich mal, Valve auch im Vorfeld mit eBay wahrscheinlich gesprochen hat und gesagt, ey, passt auf, da wird was kommen, weil eBay halt sofort einen Riegel vorgeschoben hat, sofort gesagt hat, das widerspricht unseren Vorbestellungsrichtlinien, dürft ihr nicht. Und das sofort unterbunden haben, zumindest auf dieser Seite sozusagen. Und ja, das ist halt echt ziemlich krass. Und ich möchte Nintendo aber noch ein Lob aussprechen. Es war sehr schlau, das nicht auf der E3 zu präsentieren. Oh ja. Oh, stell dir das mal vor. Wir präsentieren euch jetzt eine noch große Überraschung. Ja. Nintendo Switch OLED. Ja, also es war taktisch clever, es nicht da zu zeigen. Ja, aber da hat ihnen auf jeden Fall Valve ordentlich den Rang abgelaufen an diesem Tage. Ja. Und ja, wir sind mal gespannt, wie gut das Ding dann am Ende sein wird. Kommt Ende des Jahres. Und ja. Ja, und ich muss sagen, ein bisschen Sorge mache ich jetzt doch schon langsam um die Nintendo, ne? Also hier Nintendo-Gedöns. Ja, ich meine, es ist nach wie vor, es ist auf bestem Weg, die Wii abzulösen. Natürlich, die verkaufen dann ohne Ende, aber wenn wir jetzt ein paar Jahre noch in die Zukunft gucken und so weiter, irgendwann verkauft sie sich hinter auch nicht mehr. Ja, und vor allem, weil Nintendo halt vor kurzem, das finde ich halt so krass, vor kurzem gesagt hat, die Switch ist bei der Hälfte ihres Lebenszyklus angekommen. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, jetzt soll da aber ein Legend of Zelda Breath of the Wild 2 kommen, mit noch krassen und hier noch bisschen Himmel und keine Ahnung was. Da drauf? Ohne irgendein Upgrade? Ich meine, wenn sie es irgendwo halbwegs hinkriegen, dann bei Zelda wahrscheinlich. Aber auch da, also selbst Breath of the Wild 1 ist ins Stocken geraten. Richtig. Hier und da mal. Lief aber gut und sieht halt immerhin vernünftig aus. Das finde ich ja so krass, dass teilweise auf der Switch selbst Spiele, die jetzt nicht brachial gut aussehen, also für Switch-Verhältnisse, nicht gut laufen. Und ich bin wirklich so, dass ich wirklich, also auch jetzt bei Shin Megami Tensei 5, wo ich mich sehr darauf freue, aber wenn ich überall das Geflimmer und so sehe, das ist halt echt nicht gut anzugucken. Und ich sag nochmal, Pokémon-Legende Arceus, wenn das wirklich in der Form rauskommt, wie sie es im Reveal-Trailer gezeigt haben, dass das so aussieht, so beschissen, und dann noch die Pokémon in 15 Frames durch die Gegend zuckeln. Ja, das ist, ich meine, es ist natürlich schwierig, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich würde mir jetzt kein neues Modell kaufen wollen. So, und sie müssen natürlich dafür sorgen, dass es auch auf den alten Versionen läuft, sozusagen. Vielleicht sagen sie sich auch, ey, wir ziehen die jetzt noch 2-3 Jahre durch und dann kommt direkt die nächste Konsole. Die denn so gut ist wie eine PS4 oder Xbox. Das finde ich auch noch beachtlich. Das muss man bedenken. Soll die ja angeblich sein. Es hieß ja, die Switch soll etwa auf dem Niveau von der PS4 sein. Ist es ja aber nicht. Ist es aber nicht. Das ist eine Lüge. Nicht mal ansatzweise. Ja. Und das ist wirklich, weil ich mag die Nintendo Games echt gern, aber sie sind teilweise echt hart anzugucken mittlerweile. Ja. So. Und das also wir, klar, Nintendo, die machen immer noch Geld ohne Ende und die werden auch in Zukunft immer Geld ohne Ende machen. Einfach weil sie einen Familienbonus haben und ihre Marken und so, aber trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe die Strategie halt nicht so 100%. Ja. Aber gut. Wer weiß. Eine andere Strategie, natürlich, die sehr viel interessanter nochmal ist, ist die von Netflix. Der Netflix hat diesen Monat... Moment, aber Steven, dies ist doch ein Gaming-Themensalat. Was hat denn Netflix mit Gaming zu tun? Warum ist es wie ein Roboter? Weil sie auch Shows von Bad Robot haben. Ah. Obwohl wahrscheinlich nicht, weil es, glaube ich, Warner ist, aber egal. Egal. Netflix. Ja, natürlich, Grauton, du hast natürlich vollkommen recht. Aber sie haben es angekündigt, nur das ganze Film-, Serien-, Fernsehen-Erlebnis zu kontrollieren und anzuführen und so weiter, reicht uns nicht mehr, weil wir gerade langsam Stück für Stück vergessen halt, dadurch, dass Amazon so krass ist, dadurch, dass Disney Plus jetzt auch noch da ist und dass sonst viele andere Streamingdienste halt immer weiter dazukommen. Wie können wir uns jetzt halt vortun, immer noch als dieses eine wirkliche krasse Abo-Modell? Und dann haben sie zu Amazon rüber geguckt, haben gesagt, Mensch, die leiten ja einen extrem erfolgreichen Gaming-Markt. Genau. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Richtig. Und dann haben sie gesagt, so, okay, wir machen jetzt auch Games. Bei Amazon kriegst du nicht hin. Beim besten Willen nicht. Und deswegen probieren wir es jetzt einfach selber. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht kriegen sie es hin. Wer weiß.
Ja, es ist halt einfach, dass die jetzt halt bei einem Shareholder-Briefing bekannt gegeben wurde, dass halt sie jetzt in die Gaming-Branche gehen wollen, dass keine zusätzlichen Kosten für Abonnenten irgendwie in der Form sein soll. Es soll immer beim selben Abo-Preis bleiben. Und dass halt ihr Fokus auf Games vor allem für mobile Geräte sein soll. Ja. Also da waren jetzt nicht unbedingt die krassesten AAA-Blockbuster für den PC, sonst irgendwas oder Konsole. Es wird halt mehr in die Mobile-Richtung gehen. Aber also ich weiß, wo die als erstes drauf setzen sollten. Auf die Steam Deck? Nee, die haben diese Serie, die ziemlich beliebt ist, The Witcher. Da sollten die mal was mitmachen. Meinst du? Ja. Und entwickelt werden soll das vielleicht von CD Projekt Red. Ich glaube, die können das. Meinst du, sind die? Ich weiß nicht, die haben Cyberpunk haben sie ziemlich verkackt, ne? Ich weiß nicht, ob sie. Tatsächlich kommt ja demnächst ein Witcher DLC. Ja. Ein neuer, der das mit der Serie alles irgendwie. Ein Witcher DLC? Es kommt ein Witcher 3 DLC, der das mit der Netflix-Serie alles vermauscheln soll. Ja, ich hab's gehört, also wir machen jetzt bald einen Stream Witcher 3. Ja. ja, soll tatsächlich kommen, aber ach, krass, okay. Ja, es ist halt eine interessante Ankündigung, kam für mich auch irgendwie, obwohl es so logisch erscheint irgendwie, kam es irgendwie trotzdem voll aus dem Nichts für mich, so dass so Netflix... Tatsächlich für mich nicht, weil es gab sehr viel, schon lange gab es schon Gerüchte, dass Netflix irgendwas in diese Richtung plant. Schon, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Amazon damals ihre Spielebranche, Sparte meine ich, aufgemacht hat, seit diesem Zeitpunkt gibt es auch schon dieses Gerücht, dass Netflix auch was in diese Richtung plant irgendwie. Und jetzt sind sie halt damit rausgekommen und jetzt ist man halt gespannt, was sie jetzt daraus machen, in welche Richtung es überhaupt gehen soll. Ja, also schauen wir mal. Das Ding bei Netflix ist halt für mich, die haben vieles, was ich so gern gucke, die haben für mich aber jetzt wirklich nicht so diese Marken, bis auf vielleicht Stranger Things, wo sie garantiert Geld ohne Ende rauspressen können, aber die haben, finde ich, nicht so diese ikonischen Marken. So, also mir würde jetzt nicht, wenn man mich fragen würde, Netflix spielen. Castlevania? So. Da ist der Konami-Deal. ja, also die haben irgendwie jetzt nicht so dieses, wo ich sage, ja. He-Man? Das ist das, was sie machen sollten. ja, also ich sag mal so, wenn wirklich keine zusätzlichen Abokosten dadurch entstehen, mein Gott, wenn da irgendwann mal was Cooles bei ist, dann nimmt man es mit. No. Es ist generell, muss man wirklich sagen, es ist bisher eine Absichtserklärung. Also sie haben keine Entwicklerstudios bekannt gegeben und gar nichts. Ist eine Absichtserklärung und... Aber interessante Absichtserklärung. Ja. Also man kann ja gespannt sein, was sie halt wirklich draus machen, in welche Richtung das noch alles geht. Ja. Und es sollen halt wirklich, aber es sollen halt wirklich Games zu ihren Marken gemacht werden. Also nicht, wir machen jetzt irgendwelche Games, sondern jetzt kommt hier halt das Stranger Things Spiel, das AAA Stranger Things Spiel auf mobilen Geräten. Es kommt jetzt halt das Sweet Tooth Spiel, es kommt jetzt halt das Umbrella Academy hätte Potenzial. Es kommt das Umbrella Academy Spiel und so weiter. Ja, das darum soll es gehen. Ja. Ja. Wer weiß, es könnte natürlich auch genauso gut sein, dass sie zwar jetzt in die Gaming-Branche einsteigen, aber dann sind die Spieler auch nur vielleicht sowas wie Begleitsachen für die Serien zum Beispiel oder für die Filme. Kann ja genauso gut passieren. Da habe ich übrigens echt Angst vor, dass die damit jetzt so ein Disney Plus mit Marvel ziehen wollen, dass sie sagen, ey, wenn ihr die nächste Staffel verstehen wollt, dann müsst ihr aber auch das Game spielen sozusagen. Ich hoffe nicht, weil das fände ich ungünstig, vor allem wenn es Mobile Games sind. Aber gut. Ja. Ja, das waren erstmal so die halbwegs erfreulichen Nachrichten. Ja. Ja. Ja, ja, eine Firma, die auch immer bemüht ist, den Kunden auf möglichst viele Arten Geld aus der Tasche zu ziehen, ist EA. Und sie haben tatsächlich in vergangenen Zeiten haben sie dieses Geld tatsächlich mit guten Games generiert. So. Gab meine Zeit, ja. Es gab meine Zeit. Als eins davon gilt Titanfall. Zum Beispiel. Seinerzeit tatsächlich gar nicht mal so beliebt, aber hat dann so einen Kultstatus bekommen. Kultstatus. Und vor allem der zweite war dann eben sehr, sehr, sehr gut bewertet, auch wenn er sich auch erstmal scheiße verkauft hat, weil EA es in die, ich kann das so wiederholen, in die Woche zwischen Battlefield und Call of Duty gelegt hat und sich dann gewundert hat, dass es sich nicht gut verkauft. Titanfall ist jetzt jüngst wieder in die News gekommen, denn dieses Spiel, besonders Titanfall 1, wird halt immer noch verkauft, wird halt immer noch gespielt, hat aber in letzter Zeit massiv mit Hackern und Cheatern zu tun, was wirklich dazu geführt hat, dass das nahezu unspielbar geworden ist, weil es auch DDoS-Attacken gab und so weiter und so fort. Und die Spieler fordern schon seit geraumer Zeit, dass doch da mal was gemacht werden soll.
Und Respawn, die Entwickler und auch EA, ja, wurden halt auf vielen Wegen angeschrieben. Es gab auch Kontakt mit den Entwicklern selber und so weiter. Und das Thema wurde halt immer ignoriert. Das wurde halt wirklich so geschildert, dass teilweise die im Kontakt mit Respawn waren, ja, über irgendwas geschrieben haben und in dem Moment, wo sie Titanfall erwähnt haben, das Gespräch einfach abgebrochen wurde. So. Einfach so, ja, nee, wir antworten jetzt nicht mehr. Ja, so. Merkwürdig. So. Und das Ding ist, ich möchte jetzt hier einmal, was ich selten tue, den Standpunkt der Firma einnehmen. Okay. Weil ich verstehe, dass Titanfall 1 und auch 2 für EA keine Priorität mehr haben. Das, ja, verstehe ich. Dass ein Apex Legends, woran Respawn jetzt arbeitet, denen natürlich viel wichtiger ist, weil es viel mehr Geld abwirft, das kann ich aus einer Business-Sicht verstehen. Aber wenn man dann dieses Game vor einer kurzen Zeit für Steam nochmal re-released, also es nochmal neu rausbringt, das immer noch verkauft, und dann sogar noch, hey, guck mal, hier, Titanfall, jetzt auf einer neuen Plattform und so weiter und so fort. Und sich dann aber nicht drum kümmert und einfach sagt, hier, habt ihr ein vollwertiges Spiel, vor allem Titanfall 1 ist ein reines Multiplayer-Game, ja, was aber dann nicht funktioniert, dann wird's problematisch. Das stimmt. So. Ja, und ja, da war jetzt eben jahrelang Funkstille, weil es die Probleme tatsächlich schon seit Jahren gibt. Und vor kurzem hat jetzt Respawn aber mal getweetet, dass sie sich der DDoS-Attacken bewusst sind und dass sie versuchen, das zu fixen. Und es hat sich halt aber auch dann wieder nichts geändert. Und ja, dann gab es am 4.7. ein Apex Legends Event, ja, der irgendwie Aufmerksamkeit auf irgendwelche Skins und blablabla ziehen sollte. Ja, und da ist komischerweise Apex Legends hat dann nicht funktioniert und war plötzlich Opfer von DDoS-Attacken. Merkwürdig, ja. Spieler, die sich eingeloggt haben, konnten zwar nicht in Matches, sie haben aber eine Nachricht bekommen, die auf SaveTitanfall.com verwiesen hat. Ja. Und das finde ich so spannend, nicht nur auf dem PC, sondern auch auf den Konsolen. Ja. So, also das muss ich mir mal vorstellen, da haben sich halt wirklich angepisste Titanfall-Fans entweder selber Hacker oder halt mit Hackern zusammengetan, ja, und haben halt anscheinend ohne große Probleme, wie es so ein bisschen rausgekommen ist, einfach mal die Server von Apex Legends gehackt. Und zwar komplett. Also sowohl PC, ja, als auch Konsolen, unterschiedlichste Sicherheitsschranken und so weiter, einfach komplett durchbrochen und einfach da in dem Spiel selber Codes mehr oder weniger reingeschrieben und verändert. Das zieht sich bei EA im Moment irgendwie so ein bisschen durch, die mangelhafte Sicherheit. Ja, und vor allem das Problem ist ja aber auch schon seit Jahren bekannt. Ja. Und EA hat ja nie was da wirklich unternommen. Beziehungsweise, ja, sie sagen immer, ja, vielen Dank, dass wir uns darauf hingewiesen haben, dass wir eine riesige Sicherheitslücke, ja, haben, wir kümmern uns darum, dann machen sie nie wieder was. Ja. Und dann wundern sie sich, wenn halt auf einmal dann doch wieder 30 Trilliarden Daten sonst irgendwas, ja, geleakt worden sind. Sei es jetzt Daten von Spielern, von Kunden, von Mitarbeitern oder irgendwelche Games. Ja. Was ich auch, also das ist wirklich etwas, was ich bei EA nicht verstehe. Weil es ist ein, wenn du so willst, eine riesige Tech-Firma, die sich halt mit Videospielen, Technik und keine Ahnung was auseinandersetzt. Und dass die nicht mehr auf den Gedanken kommen, wenn wir so viel IT machen, so viel Technik und keine Ahnung was haben, dann sollten wir vielleicht mal eine gute Firewall haben. Alle brauchen, ja, wir nicht. Ja, und was die Leute da ein bisschen noch mehr auf die Palme gebracht hat, ja, war, dass sie da auch geschrieben haben, ey Leute, sorry, es gibt irgendwelche Attacken auf Apex Legends, wir kümmern uns drum. Und dass das Problem dort innerhalb von 6 Stunden gelöst war. Ja. So. Sicherlich auch, weil die dann nicht immer weitergemacht haben. Ja. So. Aber ja, da hat man halt nochmal gesehen, ja, wenn bei Apex was schief läuft, zack, zack, das gelöst ist sozusagen. Ja. Wie gesagt, nochmal, ich verstehe, dass in ein Apex Legends mehr Aufwand fließt als in Titanfall. Ja. Aber nochmal, da hat seit Jahren wurde dann nichts gefixt. Und ja, es hat sich aber auch danach weiterhin nichts geändert. Und dann kam wieder so diese gewisse Arroganz dieser Firmen so langsam durch. Weil es gab dann eine Aussage des Community Coordinator Jason Garza, der sich geäußert hat zu diesen Sachen und der hat sich unverständlich gezeigt, warum die Community denn sauer ist. Ja, weil er hat ja gesagt, ey, wir arbeiten doch dran, ja, also es muss und sowas kann man ja nicht von Zauberhand von jetzt auf gleich lösen. Und war es richtig so, aber wir arbeiten doch dran. Er hat nur doberweise in diesem Statement auch gesagt, so, ja, das geht halt nicht von Zauberhand, weil es arbeiten halt nur 1-2 Entwickler an Titanfall 1 und 2. Upsi!
Das sollte man vielleicht nicht unbedingt erwähnen. Ja. Ja, also von wegen, wir arbeiten daran, aber halt, wir machen nur zwei Leute, sollen sich darum kümmern, weil es uns eigentlich vollkommen egal ist, so dem Motto. Hier ist was verrutscht, sehe ich gerade. Moment. Kannst ruhig weiterreden. Okay. Ja, jeweils, es ist halt alles eine ziemlich... Es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf diese ganze Problematik mit Titanfall 2 ja, Leute darauf gestoßen worden sind, mehr oder weniger. Einfach dadurch, dass es halt dieses riesige Event bei Apex Legends war, was halt einfach so unterbrochen wurde. Das war schon ziemlich krass. Es zeigt wieder einmal, wie unsicher eigentlich generell die ganzen Firewalk etc. sind, wie anfällig EA-Sachen sind für Hacks. Dass EA sich immer noch nicht um sowas gekümmert hat. Also, ja, das hat vieles uns gezeigt, welche Probleme immer bei EA sind. Ja. Und ja, wie gesagt, einfach diese peinliche Aussage bewegen, so wir haben nur ein, zwei Leute, die sich halt um Titanfall 2 kümmern. Ja. Aber wirklich so dieses, warum sind die Leute denn angepisst? Wir arbeiten doch dran. So, und ja, das war schon gut. Und ich überspringe jetzt einfach mal das da, weil es schöner zusammenhängt. Mhm. Apropos Hacker und EA. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht, letzten Monat haben wir darüber berichtet, dass EA einfach mal 780 Gigabyte an Daten geklaut wurden von Hackern, die auch dann berichtet haben, wie sie erschreckend leicht daran gekommen sind, letztendlich. Ja. Und ja, die haben ja, was ich immer noch lustig finde, versucht, diese Daten für 28 Millionen Dollar zu verkaufen. Und komischerweise hat sich kein Käufer gefunden für 28 Millionen. Und ja, die sind jetzt dazu übergegangen, dass sie versuchen, EA zu erpressen. Einfach, damit die denen das Geld geben. Soweit ich weiß, hat sich am Preis nichts geändert. Die wollen immer noch 28 Millionen haben. Und ja, mal auf diese Summe kommen. Also. Ja, wer weiß. Und ja, die wollen jetzt halt von EA bezahlt werden, sozusagen, damit sie diese Daten zurückgeben, sozusagen. Ja. Und ja, haben jetzt halt begonnen, Stück für Stück Teile dieser Daten zu leaken, um zu beweisen, dass sie das auch können und dass sie es wirklich haben und so weiter. Ja, bisher halt so Kleinigkeiten, um halt Druck auszuüben. Sie haben jetzt natürlich noch nicht die Frostbite Engine einfach mal ins Netz gestellt. Noch nicht. Wie die funktioniert. Und die sind schon so ein bisschen Next Level dreist, weil sie haben dann so eine große amerikanische Newsseite namens Motherboard, die sich um so Tech-Kram kümmert. Die haben die gebeten, doch eine Erpressungsnachricht von ihnen an EA auszurichten. Kann man machen, ne? So, und Motherboard hat natürlich gesagt, nee, richtet das mal schön selber aus. Aber ist eigentlich schon geil, ne? Wenn du so, du hast irgendwen als geil so und dann schreibst du so, hallo Spiegel, sag mal, könnt ihr bitte eine Pressenachricht an die Polizei schicken? Danke. Ey, wenn sie sich an die Bild wenden, kommen die damit durch. Die Bild würde sagen, die Erpressernachricht von an die Polizei und so weiter. Ja. Das ist wunderbar. Ja, das ist schon dreist. Ja, es ist halt, wir hatten nur dasselbe, ne? Ja. Es ist, also, ich meine, 28, ich frage mich, wie es auf diese bescheuerte Summe kommt. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn sie hätten so gesagt, 1 Million, würden sie vielleicht sogar was bekommen. Das glaube ich auch, ja. Aber bei 28 Millionen denke ich wirklich so, ja. Why? Ja, und das ist aber hier der Stand. Also EA hat sich dazu nicht, ja, logischerweise hat dem nicht nachgegeben. Natürlich nicht. Und ja, aber ich fand es trotzdem noch ein, ja, ich wiederhole, das ist trotzdem kriminell, das ist trotzdem nicht in Ordnung, was die da machen. Aber in diesem Kontext empfand ich es trotzdem als lustiges Update, dass die jetzt so, ja gut, wenn uns das keiner bezahlt, dann versuchen wir halt EA dazu zu bringen, dass uns bezahlt. Ey, du Newsseite, könnt ihr mal für uns das ausrichten? Ja. Ja, fand ich ganz lustig. Und ja, eine dieser Sachen, die sie ja geklaut haben, sind ja auch die Daten von FIFA und Madden und so weiter. Und ja, mit FIFA hat sich EA einmal mehr sehr beliebt gemacht. Das ist so bescheuert. Aber, lieber Steven, diesmal mal nicht mit Lootboxen. Nicht mit Lootboxen, nicht nein. Mit Lootboxen. Sondern sie haben sich gedacht, so Mens. Mens. Ich habe sehr viel gesprochen von heute. Mensch. Es sind doch die neuen Konsolen jetzt da. Ja. Also müssen wir Next Gen machen. Ja. Also machen wir auch Next Gen Verarsche. Und die erste Next Gen Verarsche, die sie gesagt haben, ist erst einmal, weil sie haben ja gesagt, es gibt ein Free Next Gen Update. Aber jetzt ist herausgekommen, dieses Next Free Gen Update gibt es nur, wenn man die 100 Dollar Digital Ultimate Edition. Only Ultimate Edition gekauft hat. Ja. Also nur wenn man diese Edition gekauft hat, kriegt man
kostenlos das Update. Kostenlos. Für $100 kostenlos ein Update für die PS5 ja. und Xbox Series X. Ansonsten darf man für die Next Gen das nochmal komplett kaufen. Ja. Also Fullpreis. Also sprich, man kann sich überlegen, entweder zahle ich $100 oder ich bezahle $140. Ja. So zum Motto. Ja, und auch letztes Jahr, also als die Konsolen halt rausgekommen sind, sind sie halt auch schon aufgefallen, weil zum Beispiel ja Xbox uns gesagt hat, ey, Smart Delivery, wenn ihr es auf der einen habt, habt ihr es auf der anderen auch. Auch ganz viele andere Entwickler haben gesagt, ey, wenn ihr es einmal gekauft habt, dann habt ihr es überall. Und EA hat das so ein bisschen eingeschränkt. Die haben nämlich gesagt, ey, ja, das gilt, wenn ihr das Game bis 31.12. kauft. Das war erstmal das eine. Genau, das war auch noch. So. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ihr wisst, wir haben immer noch so ein bisschen Konsolenmangel im Moment. Wow. Es musste bis zum März 2021 geupdatet sein. Sonst ist es weg. Sonst ist es weg und dann ist dieses Next-Gen-Update weg. Das Free Next-Gen. Ja, und aufgrund von massiven Backlash der Fans haben sie dann nachgegeben. Ja, und jetzt versuchen sie es halt dieses Jahr wieder, indem sie sagen, ey, wenn ihr Last Gen kauft, weil ihr halt immer noch keine fucking neue Konsole habt, ja, dann, also wenn ihr die $100 Digital Only Edition kauft, dann könnt ihr with no additional cost updaten für €40 mehr. Und ja, und wenn ihr das halt nicht habt, dann müsst ihr es halt normal kaufen, sobald ihr dann eure Konsole habt. Und ja, es ist schon, also weißt du, die verdienen so viel Geld damit. Ja, ja. Die haben das halt so überhaupt nicht nötig. Mhm. So, aber das, die Scheiße ist halt, sie wissen halt, dass FIFA trotzdem jeder Arsch kauft. Richtig. Und dementsprechend, ja, ziehen sie es halt trotzdem durch. Das ist das Problem. Jeder wird, also werden genug Deppen finden, die das machen. Einfach mal so salopp gesagt. Die sagen so, ja klar, ich bezahle $100 und Update und dies und jenes und hier habt ihr noch gleich $200 extra für Ultimate Edition mit den Lootboxen und so ja, weiter. Ja, also ich meine, das ist ja auch die, also die verleihen ja quasi wirklich nur Additional Cost. Ja, ja natürlich. Wenn du die $100 Ultimate Edition nimmst, ich bin mir sicher, da sind auch wieder ganz viel Packs drin und so weiter. Ja, natürlich, natürlich. Also natürlich. Du sparst ja quasi Geld. Du sparst natürlich. Also die das geben dir quasi noch Geld. Ja, die zahlen drauf. Ja. Ihr seht schon, es ist absolut bescheuert. Ja. Es ist absolut bescheuert und FIFA ist ja böse durch und durch. FIFA auch, ja. FIFA ist auch böse. Ja. Ich meine, die FIFA ist auch böse durch und durch. Das kann man eigentlich auf alle übertragen. Das finde ich gut. Ja, FIFA ist auch böse durch und durch. Das ist auch korrekt. Aber eigentlich wollte ich sagen, EA ist böse durch und durch. Und, aber egal. Weißt du, und das Ganze wird dann noch perfider dadurch, dass halt die Last-Gen quasi eigentlich jetzt schon, Last-Gen-Version, halt deutlich unterlegen ist gegenüber der Next-Gen-Fassung, weil sie nämlich jetzt wirklich für, nach allem, was man so liest, für diese Next-Gen-Version wirklich die erste richtige Neuerung seit Jahren angekündigt haben, nämlich Hypermotion, was dazu führen soll, dass der Spielablauf flüssiger ist, weil die Spieler realistische Animationen und Laufwege haben und so weiter. Also wieder viel PR-Blabla, aber von allen, die sich damit auskennen, ich tue es nicht, die haben gesagt, ey, das verändert wirklich das Spielgefühl. Also FIFA ist auf den Next-Gen-Konsolen ein anderes Spiel, als es auf den Last-Gen-Konsolen ist. Wo es halt also quasi wirklich einfach nur wieder ein Update vom letzten Jahr sozusagen ist. Ja, aber ganz ehrlich, du sag mal, es ist doch eigentlich für uns egal, weil wir als PCler, wir sind ja an dieses ganze Next-Gen eigentlich nicht gebunden. Wir haben unsere tollen, krassen Grafikkarten, unsere Prozessoren und ähnliches. Also für uns ist es ja eh drin, nicht wahr? Das ist ja gar kein Problem, oder? Nein, lieber Steven. Was? Denn EA sagt, PCs sind zu schwach, um das zu schaffen. Ach, ja. Jetzt, wo du sagst, nein, also ihre offizielle Begründung. Ja. Also es ist wirklich, dieses Hypermotion gibt es wirklich nur auf Next-Gen. Was es, wie gesagt, zum einen noch perfider macht, dass die extra Geld verlangen dafür, dass man es upgraden kann. Und dann kam so, ja, aber auf dem PC gibt es das sicherlich eher so, nö. Und ihre Begründung ist, das würde die Hardware-Bedingungen zu hoch schrauben. Und es soll ja niemand ausgeschlossen werden, der einen schwächeren PC hat. Also erst einmal, jeder Mittelklasse-PC erfüllt die Leistung, die auch die Next-Gen-Konsolen erfüllen. Yep. So, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, jemand hat wirklich einen schwachen PC. Ich bin jemand, der den vorherigen lange hatte, der das kennt, wenn du alles nur noch auf dem absoluten Minimum spielen kannst. Aber
ihr habt doch sogar die Last-Gen-Version da. Ja. So, dann investiert 2 Cent und 2 Minuten und macht dieses Feature optional. Oder von mir aus verkauft FIFA für High-End-PCs und FIFA für nicht so gute PCs. Aber zu sagen, ja, nee, das würde die Hardware-Bedingungen hochschrauben, deswegen dürfen PC-Spieler das Feature einfach gar nicht haben, ja. Das ist so absurd, bei der stärksten Power, die du kriegen kannst, zu sagen, ja, nee, das geht nicht. Das geht nicht, das ist hardware-mäßig unmöglich. Das muss ich mir mal vorstellen. Vielleicht muss man EA nochmal sagen, so übrigens auf PC gibt es sowas wie Einstellungen und Optionsmenüs für was Grafikkarten und so weiter. Wir haben ganze Programme, die sich nur damit beschäftigen, um deine Spiele auf deinem PC perfekt zuzuschneiden, von den Grafikeinstellungen und alles. Was aktiviert werden kann, was deaktiviert werden muss, keine Ahnung. Das kann nicht so schwer sein, dass du Hypermotion an- oder aus. Richtig, das kann nicht so schwer sein. Wie gesagt, es gibt eine Last-Gen, es gibt eine Next-Gen-Version. Also kann man das doch eigentlich klick-klick hin und her machen. Also, ja, nee. Aber es ist zu Hardware. Also, ich meine, ja, versteht man auch, ne? Wenn man eine RTX 3050 drin hat, irgendwie mit einem i8 Quadra-Prozessor, was weiß ich alles, das kommt nicht an die PS5 ran. Das ist, die PS5 ist da 1000-mal stärker. Das ist unmöglich. Übrigens, ganz kurzer Plug, wenn alles gut geht, dann solltet ihr heute Abend meinen ersten Stream von der PS5 sehen. Sie soll morgen eigentlich ankommen. Ja! So, das nur ganz kurz am Rande. Er hat's geschafft, oder? Eine PS5 ergattert. Genau. Und dann noch ganz kurz als kleines Update, steht jetzt hier nicht, aber FIFA kommt ja auch für die Switch raus. Hm. Und die Switch ist bekanntlich fast so leistungsstark. Ja, also ich finde, dieses Hypermotion kann man für die Next-Gen-Switch machen. Und deswegen kriegen die auch eine super Edition, nämlich die Legacy Edition. Das machen die auf der Switch schon seit ein paar Jahren. Ja. Und die Legacy Edition ist im Prinzip schon seit 4 Jahren die Version vom Vorjahr. Ja. So, und das Ding ist aber nur, die machen jetzt wieder so Legacy Edition, die Edition vom Vorjahr ist, die Edition vom Vorjahr ist. Das heißt, Switch-Spieler bekommen irgendwie FIFA 2017 oder so als Game präsentiert. Und ja, auch da denke ich, wenn man ein bisschen Geld investieren würde, könnte man wahrscheinlich auch das aktuelle FIFA. Ach du, darf ich deutlich schlechter. Das ist völlig unmöglich. Aber ich schwöre dir, für die Switch OLED, weil es ja die neue Switch-Konsole, wird es dann nicht mehr die 2017er, sondern die 2018er Version sein. Die haben fucking Witcher 3 auf dem Ding zum Laufen gekriegt. Das ist und aber auch, Doom. Aber das ist ja auch 2015. Doom Eternal nicht? Aber das lief auch nicht gut. Ja. Ach, egal. Ja, EA ist EA und... Ey, aber immerhin müssen wir noch, das Positive müssen wir ja sagen, wegen ganzen Lootboxen und so weiter. EA hat ja damals mit der Aussage gehabt, ne, das müssen wir uns immer im Hinterkopf bewahrheiten, dass ja diese ganzen, ich sag mal, hier diese FIFA-Coins und so weiter. Das ist kein Glücksspiel. Das ist kein Glücksspiel, weil es kann ja auch nicht einfach irgendwie, was ich für ein Aussatz irgendwie gefarmt werden, gibt sonst irgendwie. Cash-out. Es gibt ja kein Cash-Out. Das ist ja völlig unmöglich, sonst irgendwas. Ich hatte auch so einen Polizeibericht jetzt gerade irgendwie mal. was haben wir nochmal? Hier, neueste Nachrichten. Es wurde in der Ukraine eine sogenannte Kryptofarm mit ca. 3800 PS4s und 5000 PCs hochgenommen. Ja. Allein das ist. Ich hätte gern. Also die Bilder habe ich schon gesehen, aber das ist echt krass. Also, ja. Wurde hochgenommen. Und haben einfach mal knapp so 250.000 Euro im Monat an Strom geklaut. Wohl die Frage, warum ist das niemandem früher aufgefallen? Ja. Also von wem haben sie den Strom geklaut? Naja, sie haben es halt wirklich am Staat vorbeigeleitet. Aber wie? Also, und dass dadurch, es den Staat nicht auffällt. Also ganz kurz, dadurch ist es auch aufgefallen, weil halt irgendwie ja der Staat dann in die Aufgabe ist, okay, es gibt da auch eine komische Energie. Frage. Ja, vor allem sofort, das produziert eine Hitze. Ja. Also, das, keine Ahnung, wenn du mal mit einer Rotkamera mit so einem Land gehst, okay. Ja, jedenfalls, das... Jede Wärmesuche-Rakete der Welt. Weißt du, vor allem, weißt du, keine Ahnung, so böse es da ist mit Ukraine und Russland und so weiter, aber weißt du, wenn die da, wir sind gekriegt, diese Wärmesuche, genau, wo fliegt die hin? Setzen die als Wärme, als Raketen abwärmen. Das ist wirklich Wärme, so Raketen, weil das läuft funktionieren. Ja, was steht hier noch? Ach so, ja, und
Die Wahrheit ist, das ist eine sogenannte FIFA-Farm. Ja. Die also erste Bekannte der Welt. Die erste Bekannte der Welt. Wo Ingame-Währung gefarmt wurde? Automatisch. Und um sie dann weiter zu verkaufen? Aber das geht doch gar nicht. EA hat doch gesagt, es gibt kein Cashout. Ja, vor allem das Ding ist... Das ist ja komisch. Also es gibt mehrere Black-Market-Seiten, die auch bekannt sind. Natürlich, es gibt tausende. Also das ist halt klar. Aber das war schon irgendwie auch wieder eine interessante Story, dass so, ja, dass halt wirklich die Polizei das gestürmt hat mit der Annahme, dass sie da halt so eine Kryptowährungsfarm ja, genau. hochnehmen. Ja, genau. Da hat sich halt rausgestellt, nee, die farmen da FIFA-Coins. So, weil die offenbar sich davon mehr Gewinn erhofft haben als von Krypto-Währung. Ja. Und ich habe auch sofort gedacht, so EA, ja, das ist alles völlig sicher und wir treiben unsere Leute nicht irgendwie in Sucht und so weiter und so fort. Und es kann alles völlig legal. Ja, völlig legal werden, also. Kann auch eine Kryptoform mit 3800 PS4s und 5000 PCs. Ja. Ne, weil diese FIFA-Coins sind ja das, was letztendlich, oder die Ingame-Währung auf jeden Fall, sind ja das, was halt dieses Zufallsprinzip aushebt, weil du dir halt Spiele einfach kaufen kannst. No. Fun Fact, der Summer Supercard Messi, wie auch immer, kostet im Moment irgendwie so 1,1 Millionen Coins. So, und du kannst halt zum Beispiel, da haben wir als Beispiel genannt, so, du kannst halt 40.000 Coins, kannst du halt für irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder so kaufen. So, und jetzt rechne das mal hoch. 1,2 Millionen. Ja, also es gab keinen genauen Preis, für wie viel du das auf dem Schwarzmarkt verkaufen kannst, aber ja. Holy shit. Ja, und das musst du mal reinfahren. Für ein Spiel, was halt, ja, bald ausgetauscht wird. Also was bald nicht mehr relevant ist. So. Ja. Also, naja, gut. Ich möchte noch eine positive Note zu EA kurz sagen. Die EA Play, die sie gemacht haben, war ganz ordentlich. Das war eine schöne Show. Ja. Ein bisschen kurz, aber war schön. Ja. Der Moderator war lustig. Ja. Also das war wirklich so, sie haben halt wirklich den Sportscheiß alles in die Pre-Show gepackt, genau. Sodass du dich da noch nicht kümmern musst. Haben halt so ein paar Sachen gezeigt, die dann aber dafür auch ausführlich mit Entwicklerinterviews und so weiter, haben sich Xavier Woods reingeholt, den Wrestler von der WWE, wo du wirklich immer gehört hast, ey, der mag Gaming. Der beschäftigt sich damit, der weiß, wovon er da redet. Und er hat das scheiß Flachwitz gemacht mit dem Olaf. Olaf of my life. Ja. Ich fand ihn sehr gut. Der war super, ja. Ja, es war also wirklich so wenig ich EA auch mag, also weil wir werden ja, das wird nicht die letzte digitale Konferenz gewesen sein, die wir gesehen haben. Ey, ganz ehrlich, davon konnten sich alle anderen was abschneiden, weil es wirklich schön optisch aufbereitet war mit einem Moderator, der Lust hatte, da zu sein. Ja, mit netten Ideen, so wie das plötzlich ein Erzähler angefangen hat, in seine Moderation reinzureden und so weiter. Ey, das war wirklich kurzweilig und das, obwohl mich jetzt nicht viel interessiert hat von dem, was sie gezeigt haben. Highlight war Lost in Random und viele freuen sich halt sehr darüber, dass es ein Dead Space Remake geben wird. Mhm. Ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass ich ein Reboot lieber gehabt hätte als ein Remake. Wobei man ja sehen muss, wenn Companies so ein Remake machen, ist das in der Regel, um zu evaluieren, wie viel Interesse da ist und wenn Interesse da ist, daraus dann was Neues zu machen. Von daher kann das trotzdem eine gute Nachricht sein. Ah, du wirst es dann doch spielen, oder? Weiß ich nicht. Also ich will gerne, also ich möchte sehen, also die grünen Boxen. Aber weißt du, Steven, dann würde ich ja exposen, wie leicht das Game ist, wenn man tatsächlich Munition oder Medikits einsammelt. Du kannst eine absichtliche Challenge machen. Ja, genug zu Insidern. Ja. Ich war jedenfalls ein bisschen enttäuscht, dass es halt nur das Remake ist. Fand da auch als einziges die Präsentation nicht so gut, weil sie einfach nur Isaac gezeigt haben und Necromorph und dann Dead Space. Und man war so, was ist denn jetzt? Remake. Reboot, ja. Und was ist es? Und es hat sich halt wirklich erst durch den Text in der Beschreibung des YouTube-Trailers aufgeklärt, dass es ein Remake ist. Ja, das ist schon krass. Ja. Naja, gut. Und das ist jetzt zwar nicht direkt EA, aber ich habe es jetzt hier mit reingepackt, weil er lange Zeit bei EA war. Nämlich Casey Hudson, der unter anderem für die Mass Effect-Serie maßgeblich verantwortlich war vor Andromeda. Ja. Der auch bei Dragon Age mitgearbeitet hat und so weiter. Also wirklich einer der letzten Veteranen von BioWare im Prinzip wirklich. Hat ja letztes Jahr EA zum zweiten Mal verlassen.
Und ja, hat jetzt sein eigenes Studio gegründet, nämlich die Humanoid Studios. Ja. Und ja, die haben im Prinzip bisher eine Kampfansage, und zwar, sie wollen die kreative Freiheit der Entwickler freien Lauf lassen, sozusagen. Das ist das Ziel. Und im Prinzip, also ihr ganzes Mission Statement liest sich wie: Wir sind Anti-EA. So. Und ich meine, allein, dass sie sich Humanoid nennen, sagt irgendwie auch schon was aus. Das stimmt. Ja, und die wollen jetzt eine brand new IP zur Welt bringen. Und das klingt halt zur Welt bringen. Zu Tage fördern. Zur Welt bringen? Sind die schon schwanger? Und es liest sich halt wirklich so, also von dem, was sie schreiben, dann wirklich mit, ja, also mit Branchenveteranen, mit den größten Künstlern. Und sie wollen halt wirklich, ja, alle Technologien zur Verfügung stellen. Also es liest sich nicht wie, wir wollen hier so ein kleines Indie-Game machen, sondern wie, wir wollen hier so ein richtiges Triple-Indie-Ding machen, sozusagen. Ja, und damit haben wir eigentlich mittlerweile, glaube ich, auch von allen drei großen bösen Firmen ist jeweils sämtliche krasse Entwickler weggegangen und haben ihre eigene Studio gegründet. Also wir haben von Blizzard sind ja die ganzen krassen Stars alle weg und haben ihre eigene Studio zusammen gegründet. Jetzt haben wir von EA, haben die haben ihr eigenes Studio gegründet. Ubisoft hat ja auch schon sowas gehabt. Naja, vor allem mit Patrice Desilets, der ja Odyssey gemacht hat vor einer Weile. Der maßgeblich für den Erfolg von Assassin's Creed 2 verantwortlich war und dann rausgeschmissen wurde irgendwann. Ja, also generell, so diese, das ist ja in den letzten Jahren eh schon zu beobachten, aber diese Entwicklerstars, die sterben halt wirklich weg. Also es ist alles nur noch Großproduktion, Großproduktion. Niemand steht mehr mit seinem Namen für dieses Produkt. Das gibt's halt bei Kojima noch und halt bei einigen von diesen Fighting-Game-Entwicklern. Ja. Ich kenne die Namen nicht, aber ich weiß halt, dass so bei Tekken, es gibt den Tekken-Typ, es gibt den Street Fighter-Typ. Ja. So, aber es wird halt immer seltener. So. Und die machen jetzt alle so ihre kleinen Indie-Dinger oder halt, wie das sich liest, größere Dinger. Ja. Aber halt, ja, ihr eigenes. Ja. Problem ist halt, wir kriegen von den ganzen krassen Indie-Studios dann von diesen Star-Entwicklern halt erst in den nächsten 3 Jahren oder sowas was zu sehen. Aber generell halt muss man als eine positive Note schon mal sagen, also jetzt so, ich habe jetzt wirklich vermehrt Indie-Games gespielt, auch in letzter Zeit. Etwas Positives, was Corona hatte für die Games-Industrie, dadurch, dass jetzt die ganzen Großproduktionen so nach hinten verrutscht sind, merkt man wirklich, wie die Indie-Studios, die so aus 3-4 Leuten oder 10 Leuten bestehen, Gesundheit, danke, dass die nicht so krass davon betroffen waren und dass jetzt gerade die Indies so richtig Zeit hatten zu scheinen. Oh ja. So, und ja, dadurch, dass halt die ganzen AAA-Sachen nach hinten gerutscht sind, gab es jetzt so richtig so ein Summer of Indie, wo so ganz viel cooler Kram war. Ja, ich habe gerade vor, wenn ihr das seht, 2 Tagen Death Store zu Ende gespielt, was ebenfalls fantastisch ist. Ja, sieht auch noch so ein Spiel aus. Ja. Na Mensch, da haben wir so viel Negatives gehabt. Jetzt kommt doch bestimmt was Positives. Oder? Also, ich muss mich wiederholen. Ja. Wir kommen zu Ubisoft. Oh no. Damit sind wir bei Teil 2 der Trinity der Scheißigkeit. Ja. Ich muss mich wiederholen, wir haben ja letztes Mal schon darüber berichtet, dass Ubisoft ja angekündigt hat, wir wollen jetzt sehr in den Free-to-Play, Premium-Free-to-Play-Bereich rein. Also wir wollen hochqualitative Free-to-Play-Sachen machen. Und ja, wir haben ja halt sofort gerüchtet oder vermutet, dass Assassin's Creed davon auf jeden Fall irgendwie betroffen sein wird. Ja. Und ja, das haben sie jetzt offiziell angekündigt. Hm. Also es wurde geleakt und dann haben sie es offiziell angekündigt. Wie immer. Wie immer bei Assassin's Creed. Ja, bei jedem Assassin's Creed. Und ja, sie haben Assassin's Creed Infinity angekündigt. Und ja, das wird ein Live-Service Assassin's Creed. Und es wird das Assassin's Creed. Ja. Nämlich, ja, es gab zuerst ein Leak, also beziehungsweise Jason Schreier hat halt darüber berichtet, dass die vorhaben, eine Assassin's Creed-Plattform zu erschaffen, auf der dann mehrere Sachen passieren können. Also dass es von Beginn an wohl mehrere Settings geben soll, also mehrere Assassin's Creed-Settings, und dass das dann halt Stück für Stück erweitert werden können soll. Und dass aber noch nicht festgelegt ist, was genau das ist. Also es wird jetzt nicht sein, es ist nur Multiplayer oder es ist nur das, sondern es soll innerhalb dieser Plattform Assassin's Creed Infinity soll es auch nach wie vor Raum für die Assassin's Creed Einzelabenteuer geben. Genau. Sie sind dann nur alle in diesem Banner Infinity vereint. Das heißt, immer dieselbe Engine, immer dasselbe Team, was dahinter steckt,
und so weiter und so fort. Also es soll vereinheitlicht werden, genau. Das Ganze. Und das wird gemacht von Ubisoft Montreal, die zuletzt Valhalla gemacht haben, und Ubisoft Quebec, die davor Odyssey gemacht haben. Weil ja auch bei Assassin's Creed, genau wie bei Call of Duty, die können nur deshalb jährlich releasen, weil sich halt Studios abwechseln, damit diese Games zu machen. Und jetzt sind die aber vereint, die sind jetzt ein zusammengeschmolzenes Team und machen jetzt Assassin's Creed Infinity, was halt frühestens 2024 rauskommen soll. Was ja fast schon eine gute Nachricht ist, dass sie sich jetzt mal wirklich Minimum 3 Jahre Zeit nehmen, um das zu machen. Und ja, also laut dem Leak, ist jetzt wenig überraschend, versucht Ubisoft an den Erfolg von Fortnite und GTA 5 anzuknüpfen. Ich sag gleich, das wird nicht funktionieren. Und was halt krass ist, ist wirklich aber, dass selbst nach deren offizieller Ankündigung, wo man auch merkte, die war sehr mit der heißen Nadel gestrickt, weil die nicht damit gerechnet haben, dass das geleakt wird, mittlerweile müssten die das fest einplanen eigentlich. Natürlich. Dass selbst jetzt noch nicht ganz klar ist, okay, was wird das? Gibt es doch immer noch Kaufspiele, die einfach nur da eingebunden werden? Ist alles Free-to-Play, aber ihr macht halt ein paar Singleplayer-Sachen und ein paar Multiplayer-Sachen? Muss ich immer online sein, auch bei Singleplayer-Sachen, weil ich im Infinity-Ding drin bin? Was ist es? Man weiß es nicht. Und Ubisofts Antwort ist... ja, also man merkt, dass das halt noch sehr früh in der Planungsphase ist. Ich bleibe bei meinem Standpunkt, wenn das richtig gemacht wird. Assassin's Creed ist jetzt ja eh schon immer mehr in die, wir könnten noch was dazu kaufen und so Richtung gegangen. Und wenn sie Free-to-Play machen, aber dafür dieser vielleicht so ein bisschen Freiraum wird, innerhalb dieser Plattform auch mal was Kreatives mit der Marke zu machen, dann kann das was Gutes sein. Es kommt natürlich ganz drauf an, wie wird es monetarisiert, wahrscheinlich furchtbar. Oh ja. Und ich sage mal so, es ist halt Ubisoft und das ist mein großes Aber. Weil ich denken würde, eigentlich würde es sich perfekt anbieten, um mehr kreativen Freiraum zu ermöglichen. Aber Ubisoft ist jetzt nicht dafür bekannt, sehr variantenreiche Spiele zu machen. Und jetzt haben sie halt ihre 2 Assassin's Creed Teams auch noch gemerged zu einem. Und die haben nur noch diese Aufgabe, produziert mit dieser immer gleichen Engine, in der immer gleichen Plattform Dinge. Und deswegen ist meine große Sorge, dass es nur immer gleichförmiger wird. Das Ganze wird immer mehr glatt gebügelt. Oh ja. So, das wird wahrscheinlich passieren. Und die Fans sind auch gelinde gesagt nicht begeistert über diese Ankündigung. Aber als jemand, der spätestens bei Halla feststellen muss, dass diese Reihe mich wirklich verloren hat, ich warte, was passiert. Können wir so oder so nur machen. Wir können ja eh nur abwarten, was in den nächsten Jahren so also Stück für Stück an Informationen preisgegeben wird. Und deine Aufgabe wird sein, wenn ich dann sehe, wow, hier ist das Assassin's Creed, was Japan-Setting, Wikinger-Setting und sonst was, zu sagen, Erik, halt, stopp, warte die Reviews ab. Nicht. Tu es nicht. Und ich möchte es hier an dieser Stelle nur ganz kurz einwerfen. Wir müssen es jetzt nicht noch mal ewig lang ausproduzieren. Das haben wir letztes Jahr zur Genüge getan, das bekannt geworden ist. Aber auch hier noch mal ganz kurz der Einwurf, dass hier auch wieder sich mehrere Leute innerhalb von Ubisoft zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, übrigens, an diesem Projekt arbeiten auch schon wieder mehrere Leute in Leitungspositionen, denen eben sexueller Missbrauch oder Nötigung vorgeworfen wurde. Und die sind halt weiterhin in hohen Positionen beteiligt. Und also es wird halt nochmal, es wurde sofort wieder klar gemacht, Ubisoft hat damals ein bisschen was gemacht, hat so pro forma 3 Köpfe rollen lassen. Aber es gibt halt immer wieder Berichte darüber, dass die Probleme nicht behoben sind. Also dass da Ubisoft alles andere als an der Wurzel angepackt hat, sondern so, wir machen mal so pro forma 3 Leute. Dass jetzt der Zustand wieder relativ ist, dass Beschwerden ignoriert werden und so weiter. Und ich sag mal so, wir sind voll bei euch, ihr das jetzt jemand sagen möchte, dass eine Anschuldigung nicht gleich Schuld, Wahrheit über die Schuld ist. So, aber ich finde allein der Wortlaut von Ubisoft dazu, wenn die sagen, das wurde von einer Third Party rigoros untersucht und die sind zu dem Entschluss gekommen, dass das haltlos ist. Also sobald eine Firma nicht sagt, welche Third Party ist, wer hat das gemacht, wo ist der Bericht, solange eine Firma das nicht macht, das hat eine Third Party untersucht, das war nicht wir selber, kannst du davon ausgehen, dass die das nicht ordentlich gemacht haben? Natürlich nicht, sondern das war wahrscheinlich eine Third Party und im Endeffekt waren sie es selber. Ja.
Es ist im Endeffekt ist genauso, als wenn die, wie die katholische Kirche sagt, wir untersuchen persönlich und unter uns die Anschuldigungen wegen irgendwelchen Vergewaltigungen, sonst irgendwas. Ja. Ist genau derselbe Scheiß. Da wird nichts herauskommen. Ja. Wenn es nicht direkt vom Staat sonst irgendwie eine Anklage etc. ist. Dazu morgen mehr. Ja, da passiert sonst nichts. Ja, ja ich meine, man kann halt das immerhin etwas, das kleine Licht am Ende des schwarzen Tunnels ist, immerhin, dass diese Sachen jetzt bekannt werden, dass es öffentlich gemacht wird, dass die auch die großen Medien darüber berichten, dass im Falle von Blizzard, um das schon mal vorauszugreifen, jetzt sogar US-Staaten sich einschalten und sagen, wir verklagen euch deshalb. Das macht zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass sich da nicht von heute auf morgen, aber auf lange Sicht irgendwann mal was ändern wird. Aber ich wollte es halt hier nochmal einwerfen, dass hier eben auch wieder ja, sich mehrere zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ey, die Leute, die das uns angetan haben, sind immer noch da. Ja. So. Ja, und Yves Guillemot sagt immer noch, kann ich nichts dafür, die haben mir den Rücken gestochen, die bösen Leute. Genau. Ja. Ja, ganz kurz jedenfalls dazu. Ansonsten gab es noch eine Sache, die ebenfalls den Fans eher, naja, jetzt auch nicht so gut aufgestoßen ist. Und zwar kündigten sie das grandiose, fantastische neue Tom Clancy X Defiant Spiel an, was ein First-Person-Shooter ist. Ja, dem du Free-to-Play ansiehst, so sehr du einem Spiel Free-to-Play nur ansehen kannst. Richtig. Ja, Fast-Paced Firefights meets Punk-Rock. Was? Moshpit. Ja, wenn du auf ein Konzert, wenn alle aufeinander springen. Mit Gewehren. Ja, das sind ja die Firefights. Der Moshpit ist bei Punk-Rock-Konzerten. Ja, also, aber Steven, was schreit mehr militärische Spionage auf großer Bühne? Geheimagenten, Spionage-Action, so wie sie Tom Clancy eben geschrieben hat. Mm. Intrigen in der Politik, was schreit das mehr als Fast-Paced Firefights, Meets Punk-Rock, Moshpit? Ja, jetzt wo du sagst, daran denke ich auch immer bei James Bond zuerst. Und ja, da sind wir nämlich beim Knackpunkt, weil sie haben halt hier einmal mehr, wie sie immer tun, Tom Clancy draufgeklatscht auf das Ganze. Und ja, begründen das halt damit, dass es halt Fraktionen aus dem Tom Clancy-Spiel gibt. Also es gibt halt Echelon aus Splinter Cell und welche aus Division und so weiter. Aber das Ding ist halt, nichts davon hat irgendwas mit Punkrock-Crazy-Outfits zu tun. So, und die Fans sind langsam halt wirklich angepisst. Also es war wirklich so, die Kommentare unter den Enthüllungsvideos waren herrlich. So, ja, wo da auch Leute schon, ja, was schreit mehr Spionage und Taktik als ja, das ist halt schon das Krasse, ne? Dieses Tom Clancy steht eigentlich für diese Taktik-Shooter eigentlich so ein bisschen. Also dieses ja, dass du wirklich taktisch vorgehen sollst und so weiter, heimlich vorgehen sollst. Und das ist ja seit vielen, vielen Jahren nicht mehr da. Ja, also das musst du dir mal vorstellen, ne? Tom Clancy war Ghost Recon, aber wirklich als es noch Militär-Taktik-Shooter war. Genau. Das war Rainbow Six, als es noch Polizei-SWAT-Taktik-Shooter war. Ja. Das war Splinter Cell, als es Splinter Cell noch war. und ja, also nichts davon ist halt mehr das, was es ist. Und was die Leute halt auch so aufregt mittlerweile ist, also es wird jetzt seit Jahren nach dem neuen Splinter Cell geschrieben. So, und dass sie wirklich sagen, sie machen alles außer Splinter Cell. So. Ja, und vor allem ist auch so, dass das theoretisch müssen wir langsam merken, dass es halt auch nicht gut ankommt. Ja. Weil das letzte Spiel, was sie jetzt gemacht haben, wo auch nur Tom Clancy raufgeklatscht hatten, war auch was ein Free-to-Play-Shooter, sonst irgendwas, dieses. Was wir damals gesehen hatten, dieses so Knubbel, also so Comic-Optik hatte. Ja, Handy, das Handy-Ding da. Dieses Handy-Ding da irgendwie, wo halt dann auch hier so Splinter Cell noch dazu kam und jetzt auch die aus Rainbow Six Siege und so weiter. Und ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel überhaupt war. Das ist jetzt eingestellt, weil keiner Bock hatte, das Spiel zu spielen. Und jetzt machen sie aber genau denselben Scheiß mehr oder weniger nochmal. Ja. Ja, und also wirklich, also das Spiel sieht halt null ambitioniert aus. Hat eben diese Punk-Rock-Moshpit-Richtung, die den Tom Clancy-Fans halt wirklich sauer aufstößt, so. Und ja, also das ist so, ja, ich weiß, die hoffen sich davon mehr Andrang, wenn da Tom Clancy draufsteht. Ja, ja, aber auch da wieder, wenn du Tom Clancy einfach überall draufschreibst, dann ist es auch irgendwann kein Draw mehr, vor allem, wenn es nicht das ist, wofür diese Reihe steht. Richtig, vor allem mittlerweile, glaube ich, weiß der wenigste noch, was Tom Clancy eigentlich bedeutet. Ja. Und also ich glaube, die meisten verbinden mit Tom Clancy mittlerweile wirklich Rainbow Six Siege. Ja. Also Shooter, schnelles. Ja,
dazu ist mein Lieblingskommentar, der darunter stand, weil in der Beschreibung haben sie geschrieben, von diesem Ganzen, X-Defiant ist unser First-Person-Ansatz an das Tom Clancy-Universum. Und dann schrieb einer drunter, was ist dann Rainbow Six Siege? Offenbar kein First-Person-Shooter. Nein, das ist ein... egal. Ja, das jedenfalls dazu. Also Ubisoft macht sich weiterhin Freunde. Ja. Freunde. Ja, und jetzt kommen wir noch bei Ubisoft zu was sehr Spannendem. Ja. Weil das Ding ist, man kann Ubisoft viel vorwerfen. Sowohl als Firma als auch in ihrem Game Design. Ja. Aber was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass die nicht gut darin wären, routiniert Spiele rauszuhauen, ja. Sozusagen. Ja, ja. Und wir haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder darüber gewitzelt, ob es Skull and Bones wohl noch gibt. Skull and Bones. Ihr erinnert euch, 2017 wurde da so ein Piratenspiel angekündigt von ihnen. Was halt mit die Piraten, also die Schiffsmechaniken aus Assassin's Creed 3 haben sollte. Vier, Entschuldigung. Also 3, aber 3 auch, oder 4 eigentlich, ja. Assassin's Creed 4 eigentlich haben sollte und dass man halt in PvP-Schlachten irgendwie um Schätze kämpfen sollte. Ja. Es gab dann die kleinen Schaluppen, die großen Kriegsschiffe und so weiter. Also ein bisschen fast schon wie so For Honor, nur halt mit Schiffen irgendwie so. Und da dachte man sich so, ja, naja, ob das jetzt so gut ist. Es kam nicht mehr. Ja, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Vor allem, ich habe selten bei einer E3, auch bei uns, so diesen Schwung von, oh cool, zu bemerkt. Weil es wirklich so, erst kam dieser Render-Trailer mit diesen 3 Fraktionen und die haben dann schon so, oh cool, sie machen ein Black Flag. Only Games, so nach dem Motto. Und dann kam so, yay, und hier sind unsere Schiffsschlachten auf engen Maps und ihr müsst irgendwie um eine Schatzkiste kämpfen und es ist Multiplayer-only und alle so, Naja, und seitdem war Funkstille. Und wir haben halt wirklich, also spätestens seit vorletztem Jahr drüber so, war so, also entweder ist es tot oder sie rebooten es gerade komplett, sozusagen. Es ist ein bisschen was von beiden. Es ist ein wenig vom Bein geworden. Es ist jetzt halt vor kurzem mal ein Artikel verfasst worden von Kotaku, der mit den folgenden Worten gestartet wurde. Und ihr müsst euch, ne, normalerweise gehen Artikel so los, so hier, wir, also entweder die Stadt, wo wir sind, das und das ist passiert, und dieser Artikel ging so los. A few people said it was cursed. Others simply had no idea what they were supposed to be making. Nobody knew what the fuck they were doing, said one former developer. Ja. Also, wenn ich das mal kurz auf Deutsch übersetzen könnte. Wir haben keine Ahnung, was wir getan haben. Ja. Niemand. Ja, also, dieser Artikel geht damit mit der Aussage von einem Entwickler los, der sagt, keiner wusste, was sie eigentlich machen sollen. Alles war scheiße. Wir haben keinen Plan von nix. Ja. Und das greife ich schon mal vorweg, es hat auch ein Entwickler, hat die Entwicklung dieses Spiels zu der Entwicklung von Anthem verglichen. Und wenn dein Spiel mit Anthem in Verbindung gebracht wird, dann ist das nichts Gutes. Nicht gut. Ja, und dieser Artikel hat mal so ein bisschen beleuchtet, was eigentlich genau mit Skull and Bones passiert ist, bis heute passiert, tun vielleicht wird. Ja. Und zwar war es damals so, auf der E3 2017 und auch 2018 mit Showcase für Journalisten gab es ja da. Und einige Quellen sagen, das Game hat eigentlich nicht wirklich existiert. Ja. Nur so ziemlich wirklich das, was präsentiert worden ist. Also wahrscheinlich hatten sie wirklich so irgendwie eine Map, 5 Schiffe, 2 Seiten und dann sind die aufeinander gestoßen und das war's. Mehr gab es noch nicht. Es gab wahrscheinlich noch keine Menüs, sonst irgendwas so geführt. Es gab immer nur diese eine Schlacht irgendwie. Ja. Andere sagen, dass in diesem Zeitraum eine dass es in der Lage gewesen wäre, von dem, was da war, in eine Early Access Phase überzugehen, genau, wenn Ubisoft sowas tun würde. So. Das wollte ich gerade sagen. Also so, genau. Also in so einem Pre-Alpha-Zustand sozusagen. Also wirklich noch komplett am Anfang und in keinster Form das, was sie uns damals auf der E3 2017 gezeigt haben irgendwie. Angekündigt wurde das Game übrigens für Ende 2018. Genau. Und das muss man euch mal reinfahren. Dieses Spiel hatte mittlerweile 5 Release-Fenster, in denen es rauskommen sollte. Erst Ende 2018. Dann 2019. Genau. Dann März 2020. Dann Februar 2022. Und nun wurde es auf
2023 verschoben. Ja, irgendwann 2023. Ja. So, und das Krasse ist halt so, also von diesen Release-Verschiebungen wusste man teilweise nicht, sondern es war halt intern, dass es weitergeschoben wurde. Und das war, als letztes es kam, es wird nicht vor 2023 kam, und wo Ubisoft offiziell gesagt hat, wir verschieben es, war ich so, ah, es lebt noch, das Game. Ja. Und ja, aber ob man das so nennen möchte, weiß man nicht, denn es gab halt immer wieder so Entwickleraussagen in diesem Interview, und die eine habe ich hier gleich übersetzt, besagt auch so, vieles macht immer noch keinen Sinn. Es jetzt nur noch zu polishen wäre eine Verschwendung von Zeit. So. Und auch der nächste Satz: No one believed in February 2022, but you always hope. Ja. Also, was zur Hölle passiert dort, wenn Entwickler solche Sätze bringen? Ja, und das möchte ich jetzt sagen, Steven, denn der Artikel hat noch einiges beleuchtet. Oh, ja. Er hat nämlich quasi beleuchtet, dass dieses Spiel von Anfang an keine klare Vision hatte. Es gab nicht diese eine Führungspersönlichkeit, die sagt, das ist meine Vision, da wollen wir hin. Oder also, auch du meinst wie Star Wars? Ja, zum Beispiel. Nur, dass sie es hier schon bei einem Teil nicht hinkriegen. Bei Star Wars war es immerhin nur bei jedem Teil. Ja, genau. Also die Probleme, die daraus kommen, sehen wir dann bei Skull & Bones 2 im Jahr 2030. Meinst du, es erscheint vor oder nach Final Fantasy VII? Wir werden sehen. Ja, und es gab wohl auch interne Querelen, also es wirklich mehrere Manager an diesem Produkt saßen sozusagen, und alle haben irgendwie versucht, ihre Version durchzudrücken, was da gemacht werden soll. Und es wurde natürlich geschildert, dass dieses Spiel quasi jährlich gerebootet wurde. So, also die haben einfach jedes Jahr aufs Neue angefangen, dieses Spiel neu zu entwickeln. Und schön wäre es, wenn jedes Reboot einen eigenen Namen bekommen hätte. Ja. Und dann kommt das endgültige Spiel raus. Skull & Bones Reloaded, Remastered, HD, Remake, Skull & Jones, The Adventures of Davy Jones. So. Zwei. Ist nur ein Titel. Requel. ja, und das Ding ist, dass wirklich gesagt wurde, selbst Jahre nach Entwicklungsstart waren so grundlegende Game-Design-Fragen nicht geklärt, aber sie haben halt trotzdem schon an irgendwas entwickelt. Ja. Es war zum Beispiel lange nicht geklärt, ob man halt so wie ursprünglich gezeigt, ob man halt das Schiff steuert und das Schiff ist sozusagen, oder ob man ein Pirat ist, der das Schiff steuert und sich auch auf dem Schiff bewegen kann und sowas. Das war Jahre nach Entwicklungsstart immer noch nicht entschieden. Und dann irgendwann später haben sie entschieden, ja, man ist der Pirat. Ja. So, oder die Piratin. Und das Krasse ist, dieses Projekt hat Ubisoft bisher knapp 120 Millionen gekostet. So. Und ist halt, ja, frühestens in 2 Jahren vielleicht eventuell fertig. Ja, es ist halt wirklich, es fallen so Sätze wie nobody wants to admit they fucked up. Ja. Und es ist halt wirklich, bei jeder anderen Company wäre dieses Spiel schon 10-mal gecancelt worden. Und jetzt fragt man sich, warum ist es denn aber bitte so, dass Ubisoft es denn trotzdem nicht cancelt? Ja. Wenn doch das von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, dieses Spiel, es muss doch einen Grund geben. Ja, also wenn dann so jemand wie Ubisoft, oder? Die sagen, ey, das macht uns kein Geld, Sinn. Dann so. Bei Ubisoft haben schon andere, krassere Spiele abgesehen, wo man dachte, das wäre eigentlich cool gewesen. Beyond Good and Evil zum Beispiel. Noch lebt's. Ja, pass auf, in 3 Jahren. Beyond Good and Evil 2 in der Entwicklungshölle. Nichts funktioniert. Wir wissen irgendwas mit Planeten. Das wäre so geil. Wir wissen irgendwas mit Planeten und Tieren. Michel Ancel ist gegangen und das war sein Projekt. Wir wissen doch auch nicht. So, und ja, also das, was jetzt kommt, ist wirklich höchst interessant. Ja. So, weil der wahrscheinlich maßgebliche Grund dafür, also dieser ehemalige Entwickler hat gesagt, es liegt daran, dass keiner zugeben will, dass sie fuck up gemacht haben. Aber der wahrscheinlich wirkliche Grund ist, dass Ubisoft einen Vertrag mit Singapur abgeschlossen hat, denn dieses Spiel wird von Ubisoft Singapur entwickelt. Ja. Und die haben halt Verträge geschlossen und dafür kriegen sie großzügige Zuschussungen vom Land für Ubisoft Singapur, um halt die Spieleentwicklung in Singapur Singapur unterstützen. Gibt es auch hier in Deutschland, gibt es in Europa und so weiter, dass halt wirklich dann irgendwelche Indie-Studios etc. oder auch generell größere Studios Gelder beantragen können und die kriegen dann Unterstützung von Deutschland, Europa, wie auch immer oder aus den jeweiligen Ländern. Das ist was vollkommen Normales. Ja. Und so ist bei Singapur wahrscheinlich auch passiert. Aber wenn du sowas beantragst, vor allem als große Firma wie Ubisoft, vor allem als große Firma,
musst du halt auch irgendwann liefern. Ja. Und das Ding ist halt, es müssen bei diesem Vertrag, wenn man so ein bisschen herausgefunden hat, eine bestimmte Menge an Leuten aus Singapur müssen dort eingestellt sein, ja, also mit einem Projekt auch verantwortlich sein und so weiter. Und es müssen neue IPs, Mehrzahl, in den nächsten paar Jahren released werden. Vor allem, ich habe mich da sofort gefragt, was heißt das? Also, weil das Ding ist seit 2013 Entwicklung. Das wusste ich halt auch nicht. Das war mir unbekannt. Ja. Ich dachte, 2017 haben sie es angekündigt. Ja, dann werden sie da in dem Dreh angefangen haben zu entwickeln, ja, sozusagen. Oder Nee, das ist seit Black Flag Release in Entwicklung, das Ding. Und jetzt ist die Frage, was ist denn in den nächsten paar Jahren? Weil der Vertrag wurde ja damals 2013 geschlossen. So, ja. Und dieses Spiel ist jetzt angedacht für 10 Jahre später. Ja! Und wie gesagt, es ist auch von mehreren IPs die Rede. Und ja, das Ding ist halt, das wird der Grund sein, warum sie das nicht canceln. Weil die einen Vertrag mit Singapur haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn halt dieser Vertrag nicht erfüllt wird, dass da richtig fette Klagen denen ins Haus steuern werden. Mit richtig horrenden Summen. Ja. Mindestens sehr wahrscheinlich das Geld, was sie halt vom Staat bekommen haben, plus Zinsen. Ja. Und mit einem kompletten Land willst du dich jetzt als Firma nicht unbedingt anlegen. Und eben das, was sie auch schon jetzt ja zusätzlich ausgegeben haben dafür. Und wahrscheinlich, weil die hätten ja auch sagen können, gut, das klappt nicht, canceln wir machen was anderes. Wir müssen ja einfach nur eine IP liefern. Genau. So, aber wahrscheinlich ist sogar dieses Spiel vertraglich festgeschrieben, als das muss rauskommen. Ja. Also, das ist heftig, das ist böse. Und das könnte halt wirklich einer dieser Gründe sein, warum sie es nicht canceln können. Ja. Das ist so heftig. Das ist, dass sie in so einer Falle einfach drin sind. Ja. Und dann ist auch so ein bisschen bekannt geworden, diesen ganzen Entwicklungsbeginn. Also als Entwicklungsbeginn war schon zur PS3, PS4, also zu dieser Grenze PS3, PS4 Zeit, hat schon diese Entwicklung angefangen, so Xbox 360, Xbox One, Übergangszeit. Dann war es halt so, dass sie nach einiger Zeit die Technik halt zu weit vorangeschritten und hat halt vieles obsolet gemacht, was sie halt noch für die alten Konsolen irgendwie gemacht hatten. Genau, also sie haben halt schon für die neuen entwickelt, aber sie haben halt gesagt, ja, nach einer Zeit ist die Technik halt so weit vorangeschritten, dass das Game halt nicht mehr ansehnlich war. Ja. Und das kannst du halt als AAA-Produkt eben nicht verkaufen, sondern dann muss es eben gut aussehen. Und ja, dementsprechend wurde vieles, was sie in den ersten Jahren gemacht haben, einfach völlig obsolet gemacht. Genau. Und ihr müsst euch mal reinfahren, wir sind jetzt bei der PS5 und Xbox Series. Das ist schon, fucking lange her. Und jetzt, dann wurde so ein bisschen aufgedröselt, welche Reboots das Spiel schon so durchgemacht hat. Oh, weil 2017 sollte es das sein, was sie vorgestellt haben. Genau. Auch da fand ich die Beschreibung sehr lustig, weil es wurde gepitcht als Session-Based Shooter à la Rainbow Six Siege, aber mit Booten. Jetzt muss ich gerade an mit dem Wasser denken. Boote, Boote, Boote! Ja. Ich möchte jetzt ein Rainbow Six Siege Update, wo du statt der Drohne so kleine Boote durch die Gänge steuerst. Aber jedenfalls, man weiß, was gemeint ist, eben diese Multiplayer-Schlachten, keine Ahnung, 5 gegen 5 Schiffe und so weiter und so fort. Ne? Das, was sie ursprünglich vorgestellt wurden, haben, war die Idee. Da haben sie gemerkt, das kommt nicht so gut an. Und dann sollte es 2018 zu einem PvE-Spiel werden, also einem Spiel sowohl gegen die KI als auch gegen andere Spieler. Genau. Und da war das Konzept, dass sie so eine Hunting Grounds einbauen wollen, was man sich am ehesten vorstellen kann, wie diese Black Zones aus Division, wo halt sowohl KI-Gegner drin sind, aber auch die anderen Spieler rein können, um dann um Loot zu kämpfen und so weiter und so fort. Und es sollte also mehr Bewegungsfreiheit oder Manövrierfreiheit bekommen. Genau, also ein bisschen mehr Open-World-Style. 2019 haben sich dann gedacht, Mensch, Survival-Games sind gerade voll der Hit. Machen wir noch ein Survival-Game à la Ark draus aus dem Ganzen. Ich finde, Ark ist ein gutes Beispiel, weil das Game bis heute kaputt ist. Ja, richtig. So. Und dann sollten die Entwickler das plötzlich zu einem Survival-Game umwandeln. Jetzt gab es aber ein Problem dabei, dass halt das gesamte Game war eigentlich komplett auf die Seefahrt nur fokussiert, also auch was die Engine angeht etc. Und es existierten einfach kaum wirkliche Tools, um irgendwie Landgänge und Loot-Mechaniken mit einzubauen. Also Land-Loot-Mechaniken und so weiter. Was also fast unmöglich gemacht hat, daraus irgendein Landspiel zu machen. Ja. Und das ist halt so absurd, wenn man bedenkt, dass es Black Flag ja gibt. Ja.
So, das ist ja, sie haben halt wirklich nur die Wassermechanik aus Black Flag genommen. Den Rest haben sie sein lassen. Und man muss auch dazu sagen, dass halt wirklich die auch nur diesen Part entwickelt haben bei Black Flag. Genau. Also das, was Singapur vorher gemacht hat, also das Studio Singapur, nicht das Land. Ja. Das ganze Land. Das ganze Land hat Black Flag entwickelt. Hat den Schiffskampfabschnitt von Black Flag entwickelt. Ja, und dann mussten sie also wieder von vorne anfangen. Und dann gab es 2020 wieder eine Neuausrichtung, bei der es nicht bekannt, also es ist nicht bekannt, was das Spiel jetzt werden soll. Das ist im Moment nicht bekannt. Sie haben jedenfalls wieder eine neue Richtung bekommen. Und die Entwickler wissen, wie gesagt, quasi jetzt gerade immer noch nicht, was sie da eigentlich entwickeln sollen. Und das erinnert halt wirklich sehr an Anthem, wo ja auch in diesem 10.000-Wort-Bericht da geschildert wurde, dass die im Prinzip, dieses Spiel wurde war acht Jahre in der Planung. Davon haben sie 7 Jahre mit, was wird es eigentlich verbracht? Und dann haben sie halt in einem Jahr das Spiel irgendwie zusammenklöppeln müssen und wussten immer noch nicht genau, was es werden soll. Das liest sich sehr ähnlich. Ja, und da ist auch so krasse Zahlen wie 2015 haben noch knapp 100 Leute ein Spiel entwickelt. 2019 waren es schon knapp 400. Ja. Aber immer noch ohne irgendeine Vision. Ja. Ohne noch zu wissen, in welche Richtung das eigentlich alles mal gehen wird. Ja. Und da kann natürlich auch wieder sein, mit dieser Info, dass sie halt diese Auflage haben, eine bestimmte Menge an Leuten einzustellen, dass sie wahrscheinlich einfach Entwickler einstellen mussten. Ja. Und im Prinzip so, wir brauchen die Entwickler nicht, aber wir müssen sie einstellen, weil es ist vertraglich festgelegt. Ich frage mich wirklich, was machen die den ganzen Tag die Entwickler? Ja. Entwickeln die einfach irgendwelche, machen sie so Game Design, also so Art Design mäßig, entwickeln so Schiffe und machen schon die ganze Kunst und so weiter. Kriegen wir immer so ein Portfolio an irgendwelchen nicht verwendeten Assets irgendwie aus diesem Spiel, was man so frei nebenbei arbeiten sie dann noch an Star Citizen, so, hey, wenn wir schon bei Spielen sind, die nie rauskommen, dann ist zwar nicht Ubisoft, aber Star Citizen, wir haben uns so ein paar Schiffe gemacht. Wollt ihr die haben? Oh, das Schiffe nehmen wir gerne. Warum sind die aus Holz? Das Team von Beyond Good and Evil kommt, wir machen auch ein Weltraumspiel. Mit Planeten. Wollt ihr auch Schiffe haben? Aber die sind aus Holz. Ach, nehmen wir. Ja, aber so sehr wir uns jetzt gerade auch lustig machen, also es wird halt berichtet, dass halt die Moral und Erschöpfung im Team verständlicherweise absolut am Ende ist. Extrem ist. Also erstmal die Aufgabe, die wir machen. Ja, also diese ganzen Sachen, die wir gerade erzählt haben, lasten die halt einem Team auf, was bis dahin nur die Schiffskämpfe in Black Flag gemacht hat. Die haben aber noch kein vollwertiges Spiel gemacht. Also es war ein recht unerfahrenes Studio. Ja, was auch daraus hervorgeht, dass es quasi ja gerade noch frisch aufgebaut wird, sozusagen. Also das Projekt ist jetzt mittlerweile bei dem dritten Creative Director. Ist auch immer ein gutes Zeichen. Ja, mit Elizabeth Pennon. Und auch da wieder diese Info, der erste Creative Director war Sebastian Puhl. Und da wurde halt gleich dazu gesagt, der hat halt wenig Erfahrung mit Multiplayer-Titeln gehabt. Aber erste Idee, Multiplayer-Titel. Und das beim, weißt du, das ist ja nicht was Schlimmes. Es können ja auch junge, frische Leute was reinbringen, aber der Creative Director sollte eine Ahnung haben, was er da tut. So. Von einem Spiel, weißt du? Nur irgendwas mit Schiffen. So. es ist halt wirklich, wie gesagt, die Moral ist unglaublich gering, weil ihr müsst euch halt reinfahren, dass da ja sicherlich leidenschaftliche Entwickler, die halt wirklich so, ey, und jetzt, wir kriegen durch dieses Studio jetzt hier unsere Chance, an was zu arbeiten und Game Designer zu werden und so weiter, die arbeiten seit Jahren an etwas, was nicht vorangeht, was null vorankommt und jedes Jahr neu gerebootet wurde und die nicht vorankommen, und es wurde berichtet, dass halt zahlreiche Fälle von erschöpften im besten Fall Entwicklern bis hin zu Burnout Fällen sozusagen ging das Ganze, und ja, dass eben vor allem auch die ganzen Entwickler-Veteranen, die im Studio waren, ja, das Studio einfach alle zahlreich verlassen, weil sie jetzt sagen, ey, dafür bin ich halt zu gut, das gebe ich mir nicht mehr, und das Team wird halt immer grüner und grüner und grüner, und ja, das verbessert halt die Probleme nicht gerade, die es gibt. Das ist halt echt heftig. Und Management hat sich auch laut den Entwicklern selber mit Yes-Man umgeben. Also sprich, das ist eine Umgebung, wo eigentlich immer nur alle sagen so, ja, das passt schon, das ist korrekt, Sir. Ja, natürlich machen wir das so, wie sie wollen, Sir. Was sollen wir machen? Keine Ahnung. Kritik wird komplett ignoriert. Und generell auch die Leute, die halt diese Kritik äußern, werden dann selber auch noch teilweise kritisiert oder sonst ähnliches.
Werden andere Teams sind auch verlegt, zu anderen Projekten verlegt, damit sie nicht selber an den, was sie kritisieren, arbeiten können, ja, in irgendeiner Form. Genau, also es war wohl wirklich das Management, also über den gesamten Entwicklungsprozess, war halt immer so, nee, wir machen das schon sozusagen. Und ja, wenn es halt Kritik gab, wurde die erstmal ignoriert und wenn dann weiter kritisiert wurde, ja, oder Feedback gegeben wurde, dann wurden die Leute einfach woanders hin verlegt. Ja. Und ja, ne, das heißt halt bei Ubisoft unter Umständen auch, ey, wenn du hier weiterarbeiten willst, dann zieh in ein anderes Land, ja, oder so. Ne? Und ja, es gab aber wirklich auch die Aussage von einem ehemaligen Entwickler, the project was driven by fear. Ja. Also dieses Projekt wurde von Angst vorangetrieben sozusagen. Ja. Weil Leute halt, ey, wenn wir hier was sagen, wenn wir nicht machen, was es gesagt wird, dann kann es sein, dass wir unseren Job verlieren oder verlegt werden oder. Ja. Und ja, aber Ubisoft ist natürlich, also die haben natürlich Antwort auf alles. Auf alles. Und ja, haben halt haben natürlich ein öffentliches Statement dazu gegeben und haben halt gesagt, ja, das Team ist sehr stolz auf die bisher geschaffte Arbeit und das Spiel hat auch die Alpha jetzt erreicht. Also das oder ist on the verge, haben sie gesagt. Also ist am Rande zu Alpha. So, also dass die immer noch nicht wissen, wo es hingeht, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt gar nicht. Nein. Und ja, dann haben sie wieder mal den Move versucht, die Schuld auf Kotaku zu schieben, weil sie gesagt haben, solch haltlosen Spekulationen demoralisieren nur das Team. Weil wissen ja auch alle, Kotaku hat bisher nur haltlose Spekulationen gemacht, ja, schon immer, und hat noch nie recht. Ja, und vor allem, also die Logik ist halt so geil, weißt du, wenn das alles nicht stimmen würde, dann würden die das lesen und denken, Bullshit, und weiterarbeiten. Genau. So, und nee, also so haltlose Spekulationen demoralisieren das Team nicht, sondern die Arbeitsbedingungen, die da vorfinden. Ja. Und was ich halt interessant finde, da kommen wir nochmal zum Punkt von vorhin, sie haben sich dann irgendwie so völlig unprovoziert sozusagen, die haben einfach nur an Kotaku diese Antwort, haben dann noch so, ach übrigens, und wir haben in den letzten Jahren alles getan, um eine diverse, sichere und völlig happy-go-lucky Arbeitsumwelt zu schaffen. Und bei uns ist alles gut, obwohl Kotaku das überhaupt nicht gefragt hat. So. Ja. Also war doch mal so, hier, also wisst ihr doch die Vorwürfe von letzten Jahr. Das ist bei uns das gar nicht. Das stimmt nicht. Ja, und das halt nochmal, obwohl mehrere Quellen das Gegenteil besagen. Ja, das ist einfach diese extrem lange Geschichte, was Skull and Bones einfach an sich angeht. Dieser Podcast ging jetzt schon sehr viel länger, als ich dachte, muss ich sagen. Ja. Weil es wirkte gar nicht so viel. Ja, es waren nicht viele Themen, aber allein diese Skull and Bones Geschichte war halt sehr... Das ist halt wirklich dieses ganze Skull and Bones, das kann man sich nicht vorstellen, was zur Hölle? Ja, und das ist halt, wie gesagt, von einer Firma, die es seit Jahrzehnten macht. Ja. Also da würde ich halt denken, spätestens nach 2 Jahren schreitet da irgendwer mal ein, ja, und sagt... Ja, das läuft nicht. Ja. Du machst das jetzt. Du bist jetzt der Verantwortliche. Ja. Das ist der Plan. Let's go. Ja, wir reden hier nicht von keine Ahnung, so einem kleinen Studio. Ja. Wir reden von Ubisoft, ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, was weltweit Studios, ja, hat, agiert und keine Ahnung was. Und die kriegen das nicht auf die Reihe. Und ja, wie gesagt, das... Also, ich weiß nicht, ich hätte doch schon längst mal als Management irgendwie gesagt so, okay... Fuck it, macht jetzt halt unser scheiß PvP-Arena-Boot-Gedöns. Ja. Hauptsache, das Projekt ist fertig und wir können zum neuen gehen. Ja. Also es war auch ein bisschen außer, dass so die allermeisten Entwickler mittlerweile im Punkt sind, wir wollen es einfach nur noch raushaben. Ja. Es kann auch scheiße sein. Ja. Wir wollen es einfach nur noch weghaben. Vor allem, wie gesagt, ich glaube wirklich, dieses Arena-PvP, das wir 2017 gezeigt haben, hätten sie es einfach fertig gemacht. Klar, es hätte jetzt nicht die Ulti... Millionen gebracht, ja, oder hätte krasse Wertung bekommen. Aber es wäre halt für sich gewesen, hätte 2, 3 Fans gehabt und gut ist und dann nächstes Projekt fertig. Ja. Und so haben wir jetzt aber diese unglaubliche Hölle, die da gerade durchleben und keine Ahnung was. Und ja, das... Keine Ahnung. Ja. Ja, und das ist halt wirklich so unbegreiflich, weil wie gesagt, dieser Publisher, man mag halt von den Games halten, was man will, aber die schaffen das halt bei Assassin's Creed zum Beispiel, Projekte mit über 600 Mitarbeitern, ja, über verschiedene Länder, ja, schaffen die zu koordinieren. Und dann passiert sowas. Also es, ja, ist halt wirklich... Ja. Ja. Ja, das ist alles sehr, sehr komisch. Wer weiß, was da noch alles hinter steckt. Ich kann, ja, mir vorstellen, dass da noch viel mehr Storys dahinter stecken, was da noch alles passiert. Ja. Das alles erfahren wir in 10 Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Wenn das Spiel rausgekommen ist. also ja, es ist verrückt. Ich bin gespannt, wenn wir den nächsten Trailer zu Skull & Bones sehen. Ja. Ob es dann 2023 ist, 2024? Ja. 2044? Wer weiß.
Ja, wer weiß. Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt den Running Gag bringen werden. Was kommt zuerst? Skull and Bones oder Final Fantasy VII Remake? Oder Kingdom Hearts? Und dass ich mal auf Square Enix setzen würde. Das ist schon was. Ne, aber wie gesagt, also ich wünsche den Entwicklern und Entwicklerinnen einfach, dass hoffentlich mittlerweile mal, also dass die 2020er-Version davon, was das werden soll, dass das jetzt wirklich mal das Finale ist und dass die jetzt vielleicht einfach mal entwickeln können. Das da dran. Und vor allem, dass sie immer alle wissen, was sie da eigentlich gerade entwickeln. Ne? Das und dass sie dann aus dem Limbo irgendwann mal rauskommen. Ja, es ist ja wirklich ein Limbo. Ja. Es ist ja... Nee. Ja, das kann man denen nur hoffen, wünschen, wie auch immer. Und wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, jetzt theoretisch würde jetzt noch der dritte Punkt der drei Scheißigkeit kommen mit Activision Blizzard. Aber dieser Podcast geht jetzt auch schon 1,5 Stunden. Ja. Und ich bin relativ sicher, dass Activision Blizzard, das geht bestimmt noch mal mindestens 1/2 Stunde, wenn nicht länger. Ich denke länger. Wahrscheinlich 1 Stunde. Ja. Und deswegen machen wir das nochmal so ein bisschen gesondert. Und werden das dann mal gucken. Hoffentlich Sonntag, wenn wir noch hinkommen. Ich denke, ja. Also Plan ist eigentlich Samstag. Der hier, Sonntag, der andere. Und dann schauen wir mal, wie es dann noch so weitergeht. Deswegen, das war's erstmal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gerne in die Kommentare, was ist eure Meinung zu den verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben. Haben wir vielleicht auch irgendein Thema jetzt nach all dem, was wir so erzählt haben, komplett vergessen? Was gerade euch besonders beeinflusst hat oder was euch ins Auge gesprungen ist irgendwie, was wir jetzt komplett vergessen haben. Gerne in die Kommentare damit. Ansonsten schaut euch gerne die anderen wunderbaren Podcasts hier bei Graum Entertainment an oder geht gerne rüber zu Graum Gaming, wenn ihr unsere Let's Play und Livestream-Aufzeichnung euch gerne anschauen wollt oder seid auch gerne live mit dabei, wenn wir wieder irgendein kleines Spielchen zocken, entweder Kraut und alleine oder wir zu zweit oder unser ganzer Freundeskreis hier irgendwie. Oder aber, wenn ihr Lust habt auf Pen und Paper, dann gerne bei Prepare to Dice vorbeischauen und euch ein wenig inspirieren lassen von unseren Superhelden oder Cthulhu-Geschichten. Ja. Und dann würde ich sagen, habt alle einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wenn ihr es hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Rauton. Ciao.